zur Beleuchtung als solches, da würde ich sehr empfehlen, diesen Kerzentyp zu wählen. Das sind liturgische Kerzen. Und diese liturgischen Kerzen zeichnen sich dadurch aus eine lange, lange Brenndauer. Weiters, sehr wesentlich ist natürlich, immer wieder kommen wir auf das Wasser, auf das Trinken zurück. Und Sie dürfen nicht erschrecken, wenn Sie da auch einen Wein vorfinden. Es ist ein leichter, bekömmlicher österreichischer Wein. Und ich betone österreichischer Wein. Nur keine schweren Weine rein. Und sehr wesentlich das Mineralwasser. Und da möchte ich auf einen ganzen, wir haben gesagt, das ist der Streuenschutzraumtrunk. Und zwar geschieht das folgend, dass ich ganz einfach ein Glasl nehme, ein Mineralwasser hineingebe, einen kleinen Schuss gebe ich von diesen leichten Weinen dazu. Und es ist ein wirklich erfrischendes, bekömmliches Getränk. Zu einer der wichtigsten Einrichtungen von einem Schutzraum gehören die hygienischen Einrichtungen. Die sind möglichst kurz und knapp zueinander zu halten. Die Trockenklosette haben ein Fassungsvermögen je 100 Liter und ich kann sie in den Gesamtschutzraum ergänzen auf 1000 Liter. Ich glaube, für diesen Notzweck reicht es wirklich vollkommen aus. Es ist natürlich auch so, wenn Sie da raufschauen, es ist auch dieser Raum, ist streuensicher, ist in einem Bauverband drinnen, das hier wesentlich ist, gerade für die Fachleute wesentlich, dass alles in einem Bauverband liegt. Und sehr, sehr zu empfehlen, auch das Überdruckventil. Hier ist natürlich auch für einen Notausstieg vorgesehen. Liegt auch in der Bauvorschrift drinnen, dass jeder Punkt einen Eingang und einen Ausgang hat. Eingang, normal, Notausstieg, wie Sie da sehen. Und zwar dient dieser Notausstieg zugleich als Trockenklosett und geht ungefähr in einer Höhe von 5 Meter hinauf. Es kann sein, dass da der eine oder andere mal am Tisch klopft. Natürlich klopfen kann er, heben kann er nicht. Sehen Sie, die Tische sind so schwer gemacht, dass wenn der den da nimmt, da gehört schon Kraft dazu, dass er den anderen am Kopf wirft. Aber solche Probleme können auftreten. Die Bänke genauso. Heben Sie mal so eine Bank, wenn sich dort drei draufsetzen, ist gänzlich ausgeschlossen. Ander, du pass auf, erst du weißt, es kann was passieren. Das ist deine Aufgabe, größte Vorsicht. Schau, dass da nichts runterfällt. Mach das so, wie wir es gewohnt waren. Wir waren lang genug Soldat. Du weißt, es kann von draußen was hereinkommen. Es kann auch von draußen was passieren. Hier in einem solchen Zustand haben wir überall die Feinde. Dort hinten, Anton, geh, du bleibst dort. Geh. Man weiß nicht, was kommt, Pers. Bist du ein alter Soldat? Bleib in der Ecke.